Kreis, du kannst aufgeben. Die Nummer ist vorbei, du kannst einfach aufgeben. Wir sind aufgeflogen. Dieser Roboter ist menschlicher als jeder andere auch. Wir haben überhaupt noch keiner hat was gemerkt. Natürlich, selbst wir müssen zum Medizincheck für Menschen. Karen. Ja, weil wir was mit Karen zu tun hatten und Karen hat gesagt, ja, du solltest dich mal durchchecken lassen gehen. Ich habe da irgendwie so einen merkwürdigen Ausschlag und den hatte ich vorher schon. Aber ich bin Roboter, also wie kann ich einen Ausschlag bekommen? Ja, wie ist das möglich? Sie weiß es ja nicht, weil wir so menschlich sind. Deswegen, oh mein Gott, und wie wollen wir das überstehen? Was ist, wenn die uns Blut abnehmen? Die nehmen uns Blut ab, was dann? Das wissen wir noch nicht. Genau. Ja. Raucher, wir sagen, wir sind Raucher. Wir sind auf unserem Weg auf ein Hindernis gestoßen. Unser Arbeitgeber hat uns angewiesen, uns einer Ganzkörperuntersuchung, tada, wir sind am Poppes, zu unterziehen. Diese Beharrlichkeit ist vermutlich auf die vielen, 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 vielen Schwächen des menschlichen Körpers und das Drängen des Unternehmens zurückzuführen, sie gegen harte Währung zu versichern. Ja. Ja, Hartgeld. Hartgeldversicherungen. Es geht mir wieder um. Ja. Oh, hallo und willkommen. Oder willkommen und hallo. Sie wollen, wie Sie wollen. Oh Gott. Was? Was? Zu viel? Wie lenke ich denn meine Augen? Wie lenke ich die denn? Wahrscheinlich mit Eye Control. Oh, das ist sehr gut. Fühlen Sie sich während Ihrer Untersuchung einfach wie zu Hause? Ich fühle mich nicht wie zu Hause. Mir fallen Zähne aus dem Mund. Mir geht's nicht gut. Bitte das Hilfe. Wegen den Büffelhörnern. Oh Gott, wo sind meine Augen? Ich brauche perfekten Augenkontakt. Kann ich auch blinzeln? Ja! Oh Gott. So, wir dürfen nicht aufliegen. Das war gut, oder? Ja, ich glaube schon. Ich sehe menschlich aus, oder Kreis? Ja, sehr menschlich. Ausgezeichnet, aber das ist keine bloße körperliche Untersuchung, sondern auch eine wichtige Bestimmung Ihrer geistigen Gesundheit. Also, wie geht's Ihnen? Leiden Sie unter Stress oder Angst? Beides, dauernd, ständig, weil ich bei Kreis Industry eingestellt bin. Ich muss irgendwie sinnloser gucken. Deprimierter. Was zu viel? Zu viel Augenkontakt? Man darf sie nicht zu lange angucken, nicht die Ärzte. Lange anstarren. Nicht starren. Oh Gott. Oh. Du musst deine Kontrolle. Einen Job hast du hier. Die Zunge bedienen. Ich muss 1000 Sachen bedienen, mein Freund. Das ist ein leichtes Job von uns. Sei einfach menschlich, wie immer. Mir fällt was aus der Nase raus, sogar. Oh Hilfe, ich weiß nicht, wie man. Mach was Menschliches. Meine Zunge macht weg, die hängt vorne fest. Ah, jetzt. Berühre nicht den roten Knopf. Ich sag dir, ich muss aufhören, für Kreis Industry zu arbeiten. Das ist einfach nicht gut. Das ist nicht, gesund. Einfach Augenkontakt vermeiden. Oh, das ist durchaus richtig. Solange man damit zurechtkommt und es nicht aus der Kontrolle gerät. Wie sieht es mit Ihrem Schlaf aus? Haben Sie dahingehend irgendwelche Probleme? In meinem Schlaf sehe ich schreckliche Firmenexperimente. Ich schreie mich in den Schlaf. Früher habe ich mich in den Schlaf geweint. Das war noch relativ normal, aber jetzt schreie ich mich rein. In den Schlaf schreien. Meine Nachbarn denken immer, oh Gott, hat er wieder einen Wartungsdienstjob gehabt bei Kreis Industries? Nicht die Koala-Bären hören sie mich nur schreien. Nicht die Koala-Bären. Nicht die Koalas. Ihr Fleisch ist so kostbar. Guck mal hier, da, er kaut. Hoffentlich müssen wir nie essen. Mir nicht. Alter. Period. Ja. Wow, das ist großartig. Ich wünschte, ich könnte so schnell einschlafen. Hört sich ganz so an, als wären Sie der perfekte geistige Gesundheit. Ja, wie gesagt, in den Schlaf schreien, yes, das ist mein Ding. Hilfe! Grinding. Ich muss ein bisschen Augenkontakt loswerden. Mein Augending geht's nicht gut. Warte, so. Ich muss glücklich aussehen. Oh, Kreis, unsere Lippen. Jetzt muss ich emotionslos, sinnlos aussehen. Es ergibt keinen Sinn. Zu viel Augenkontakt. Oh Gott. Oh Gott. So viele Tasten. Menschlich sein ist so hart. Menschlich sein ist so verdammt schwer. Die Nase ist außer Kontrolle. Ach, das ist eine ganz menschliche Nasenbewegung. Die ständig an der Bushaltestelle stehe ich ständig solche Leute. Drück.
Oh, warte, ich muss glücklich noch sein. Ah nun, wir sollten nichts überstürzen. Wir müssen immer noch einen kurzen körperlichen Check durchführen. Leiden Sie unter irgendwelchen Schmerzen oder sonstigen Erkrankungen? Das meiste ist seelisch bei Kreis Industries. Negativ. My nipples are swollen. Die Zunge, sie klebt doch irgendwie, der Mund ist trocken. Ja, weißt du, wie schwer es ist Öl hier? Öl mal ein bisschen, kannst du nicht Öl spritzen? Nee, die Funktion hast du, das ist auf deiner Seite, das Abölen. Du hast nur einen Job, Junge. Einen. Oh mein Gott, die wird misstrauisch. Wir haben irgendwie einen Ausfall in der Lippenfunktion. Sieht doch total original aus. Das sieht nicht original aus. Sieht gar nicht original aus. So sehen Menschen aus. So sehen, die, zeigt mir ein. Was Boris Super Becker. Oh, mir geht's gut, Frau Doktor. Noch Mund zu. Oh, das ist wirklich gut zu hören. Ihre überschwängliche Selbsteinschätzung erspart mir das Aufstehen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Also laut meiner professionellen Meinung sind Sie bei perfekter Gesundheit. Ich schicke meinen Freigabebericht an Ihr neues Büro. Siehst du, guck. Ja, mir geht's so gut. Mir geht's großartig. Mir fallen Zähne aus dem Mund wie Popcorn. I am pleased. Ja, please. Ich hab Schmerzen, 100%. Sagt mein Chip. 100% genuine. Oh Gott. Glücklich. Body. Have passed. Oh nein! Vorsicht! Die letzten Sachen hier. Sieht doch gut aus, da merkt doch keiner was. Oh, ich auch. Es ist immer schön, wenn eine Untersuchung bestätigt, dass man einen komplett gesunden und normalen Menschen vor sich hat. Ja, siehst du, guck, das ist, wir sind gesund und normal. Unser Mund dreht durch. Wir kommen gerade vom Techno-Festival. Alle kauen, keiner isst. Alle ziehen den Kiefer nach vorne, ja? Das ist ein Techno-Festival. Oh mein Gott, dass wir das geschafft haben. Guck ihn dir an mit seiner Nase, die sich selbstständig gemacht hat. Ah, da, soziale Alter. Aufstiege, Leute. Also sozial kann man nicht besser sein als also wir. Sozial stehen wir gut. Gutes soziales Standing. Was müssen wir jetzt mal ins Büro gehen und unserem Chef sagen, ey, wir sind gesund? Ja, wahrscheinlich, oder? Nee, Level haben wir schon. Das war die Toilette, ne? Ja, das war die Toilette. Level 5 müssen wir jetzt machen. Oh Gott, schaffen wir das? Gewerkschaft. Es geht um Gewerkschaften. Wir wurden von Karen von der Personalabteilung für die Gewerkschaftsvertretung nominiert. No, Karen, no. Karen macht uns nur Ärger. Das war eine doofe Idee. Das war aber eine gute Nacht. Das könnte eine einflussreiche Plattform für uns werden, um die Gesellschaft auf dem höchstmöglichsten Level zu infiltrieren. Siehst du, Kreis Industry in a nutshell. Ja. Aha. Aha, also ich komme da nicht dran. Du musst dran. Bitte lass unsere Zähne mal drin. Es gibt Bonuspunkte. Nee, das ist unmöglich. Arbeit da drunten. Oh, Karen starrt durch die Tür. Hallo? Karen ist voll der Creep. Guck sie dir an. Ich bin Carl. Hey. I'm here today. With a mission. I have with. Guck mal, der Schaf ist perfekt. Harsh. Nee, die Zunge. Manchmal oh nein, meine Augen. So. Oh, meine Zähne. Ich habe schon Leute mit weniger Zähnen im Gewerkschaftsvorstand gesehen. Ja, aber wir müssen doch irgendwie jetzt professionell wirken. Die werden sich denken, Managergehalt, aber Zähne wie ein Frankfurter Bahnhofnutzer. Auch der hat ein Gewerkschaftsvorstandrecht. Bravo, richtig. Warum steht denn Destroy All You, was? Was? Typisches Gewerkschaftsding von Kreis Industry. Der infiltriert auch immer die Gewerkschaft. Ich habe lange für die Gewerkschaft gearbeitet. Ja, das glaube ich jetzt like sofort. Aber für die Firma. Als V-Mann.
Ja, los, drück. Flutscht die Zunge. Ah, das war fast ein Satz. Ja, das war fast ein Satz. Aber zu viel Augenkontakt. Juhu! They seek to increase your output for commercials. Na los, na los. Ja, jetzt müssen wir wieder angucken. Mehr Commercials. Gain. Oh, oh Gott, die Ohren. Da läuft Öl aus dem Ohr. Was ist da los, Alter? Ich bin auf dem Knopf. Badly. Oh Gott, das ist so viel. Die rechte Gesichtshälfte hängt irgendwie und da war ein Zahn aus dem Mund raus. Mir geht's nicht so gut. Mir geht's nicht so gut, Freunde. Oh nein! Das war ich nicht. Verstehen. Das Gesicht hängt ein bisschen runter. Vielleicht doch noch mal zum Arzt. Ja, wow. Endlich sagt mal jemand die Wahrheit. Oh das mein Gesicht. Gott. Irgendwas stimmt mit dem Weisheitszahn, glaube ich. Zahn? Was ist da los? Du guckst nicht traurig genug. Unacceptable. Jetzt muss ich sinnlos gucken, emotionslos, sinnbefreit, glücklich. Und glücklich und nicht gucken und reden. So viele Emotionen habe ich ja nicht mal im echten Leben. Ist das wegen dem Kautabak oder? Nein, die Augen! Oh, knappes Ding. Oh! In generating oh nein! Wir verlieren immer mehr! Ist alles gut, nur ein bisschen Öl. Bravo, richtig! Hilfe! Los! Oh Gott, schnell! Da! Zusammen, dahin, hoch, runter! Optimized for electrical outcome. Die Augen! Oi! As uncaged. Ey, warum zu viel Augenkontakt? Man ist unhöflich! Free-range. Organic battery. Ja, guck mal, jetzt weißt du eigentlich, war sie perfekt. Yeah. Oh nein, es geht doch weiter. Nein! Ist alles gut, wir sind noch dabei. Meine Augen. Oh mein Gott. Die Zunge ist reingeflippt. Be valued. Komm, wenn so jemand vor dir steht. Total normales Menschen. Habe ich diese Gespräche für dich täglich? Das glaube ich dir sofort. Ich muss gleich wieder zum Einkaufen, warte ab, da werde ich genau solche Leute treffen. Als ob. Der Kassierer bei mir, der sieht genauso aus. Streck mal die Zunge raus, warte. Jetzt, streck mal die Zunge raus. So sieht der Kassierer aus. Ja, so sieht dein Kassierer aus. Nimm Netto, Alter. Der Mann aus dem Netto sieht so aus. Er kriegt Toastbrot. Gleiche Rechte für alle. Na, Karl. Karl ist dein Mann, ne? No. Was? Says. No. Oh, jetzt hör mal auf wo hier. Sind wir denn da? Was war denn da? Du kommst irgendwo an die Füllung oben ran. Ja, welche Füllung? Wir haben keine Zähne mehr, ey. Da sind noch ein paar hinten, die Backenzähne. Ja, das sind die, wo man die Sender drin verstecken kann. Oh mein Gott. Haben wir es geschafft? Ja. Neues Morgen, yeah. Und Kreis hat direkt wieder eine Sekte gegründet. Direkt wieder ein Slogan. Man braucht es einen Slogan. Es ist verrückt. Der Mann macht Sekten, ne? Starke Sekten brauchen starke Slogan. Business. Let the gold
Golden Age. Ja, jetzt kommt er wieder mit seinen goldenen Zeiten. Hatten wir alle schon gehört in den Sitzungen von Kreis. Goldene Zeiten. In Robbenfett und Kindern steckt die Zukunft. Nur die beskidige Haare aus. Oh, das war eine hypnotisierende und überzeugende Rede. Oh, ey, Karen, Alter. Karen ist... Da läuft doch was beim Bonsai irgendwie. Ja, die hat einen harten Kick, du. Die hat einen feuchten Kegel da unten hängen, das kann ich ja sagen. Feuchten Kegel, Alter. Der Club? Club, der Türsteher. Oh nein. Erforderlich schließt Level 5 ab. Hä? Ausdrucksvolle Gesichtskolben brauchen wir Stufe 1. mein Gesichtskolben muss ich erweitern. Dann massier mal ordentlich den Gesichtskolben. Wo ist denn der überhaupt? Gold ist es nicht. Ah. Boah, du hast 2 Kolben Cash. Oh, müssen wir jetzt tanzen? Der jetzt sag ich, wir müssen tanzen. Nee, erstmal müssen wir am Türsteher vorbei. Level 6, der Türsteher. Wir stehen nun vor der größten Herausforderung, die Menschheit zu bieten hat. Dieses hochqualifizierte Person sind die moderne Inquisition. Als extrem erfahrene Detektive und erbarmungslose Vollstrecker entgehen diesen Meistern der menschlichen Protokolls keine falschen Identitäten. Sie werden keine Gnade walten lassen. Uiuiuiui. Ui, ui, okay, ui. Das wird hart. Das wird guten Abend. Oh, Karen, guck mal, wie sie uns anhimmelt schon wieder von hinten. Und ich bin nicht mal mit Karen hier. Die ist rein zufällig hier. Oh nein, was ist das? Moment, Augen bewegen? Wie bewege ich das? Keine Ahnung. Oh, hier oben irgendwie. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist super schwer. Warum muss ich so viele Funktionen übernehmen? Ich glaube, ich kann das theoretisch auch. Dann mach du die Augenbrauen. Wie gehen die Augenbrauen? L, B und RB irgendwie gedrückt halten. So, musst du das vorlesen. Ich bin mir nicht sicher, wie moralisch ich bin. Die Dinge, die ich gesehen habe. Die Dinge, die ich getan habe. Oh, Alter, krass. Der ist erfahren. Alter, der ist heftig. Wie dem auch sei, hatten sie einen schönen Abend. Ich glaube, der war bei Werner Herzog in der Türsteherausbildung. Beide hoch. Ich mach die Augen, du machst die Augenbrauen. Ich mach Augenbrauen und Zunge. Glücklich sein. Augenbrau. Gut. Die muss hoch, die eine muss hoch. Da ist ein Zahn rausgefallen, großer Gott. Die Nase, Alter. Ich habe genug Leute getroffen, die auch da gestanden und gedacht haben, dass sie die ganze Nacht Engel waren. Das ist ein ziemlich exklusiver Club und wir wollen, dass sie hier alles stilvoll abläuft. Wie viel haben sie getrunken? Und wie fühlen sie sich dabei? Und wie fühlen sie sich jetzt? Nach diesem Exzess. Na, die Braue muss runter, die Braue. Wie Karen da hinten vor dem Sweaten ist, ne? Wir sehen immer so zuschauen, so, ah, geil. Ist ja echt ein Macker. Hoch die Braue, hoch die Braue. 3,205.6. Was? Die Braue muss runter. Oh. Guter Witz. Wenn sie so viel getrunken hätten, müssten sie wohl mindestens auf dem Boden liegen. That is the average. Oh Gott. Oh geil, mein Macker da vorne, der klärt den Türsteher. Oh, der ist schon richtig geiler, du. Richtig geiler Macker, du. Augenbraue hoch. Der ist schon ein guter Macker. Du richtig geiler Macker, du! Ein guter Battle! Was für ein Macker, ey! Der klärt den da richtig! Ein richtig guter Macker, du! Der zweimal war. Runter, runter die Augenbrauen, runter! Oh, die Augen! Ich sehe menschlich aus, oder? Ja. Kommen mir Zähne aus den Backen? Ich muss niesen! Das ist nicht menschlich niesen. Was für ein starker Typ, ey! Der Türsteher ist 1,90. Aber mein Mann, der regelt das. Oh, mein Mann ist dafür richtig rippt. Der ist rippt.
Das Ripp, da war im Studio gewesen, du. Oh, das ist richtig abgerippt nach der Waschhauer Wippet 4 Stunden, du. Das gibt richtig Schmuckis auf dem Damm. Der Schlüssel zu einem guten Ausgehabend ist genügend Wasser. Zumindest bekomme ich das immer von meinem Freund zu hören. Die wirken sehr gut hydriert und ihre Haut strahlt vor Jugend. Wie alt sind sie jetzt genau? Ich glaube, der steht auch ein bisschen drauf, oder? Ja, er steht ein bisschen drauf. Hey, das ist mein Macker da hinten. Hey, du. Das ist mein Macker, du. Da kriegst gleich eine Feige verpasst, du. Ich geb dir eine Feige. Soll ich immer hier wird gleich gefeigt, aber richtig. Feigenduell, Feigenduell. Feigenduell vom Club. Alle kommen, Feigenduell. Wie bei South Park, der Feigen. Was soll das werden hier? Was hast du vor? Pass lieber auf oder es knallt auf dem Ohr. Sure. Halt mich zurück, sonst feige ich mich in Rage. Was soll das werden hier? Was hast du vor? Weiter, weiter, weiter. Augenbrau. Mother of Law. Auge! Na! Augenbrau, Augenbrau! Auge, hier, Happy, no. Ey, was? Da krieg ich ja gar nicht alles hin! Auge! Nein. Glücklich, hoch, runter, Augen, zu viel, glücklich, Hilfe! Oh Gott! Okay, das hört sich wirklich gut an. Man kann ja nie vorsichtig genug sein. Sie wären überrascht zu hören, wie viele Leute denn glauben, eine ausgewogene Ernährung heißt, dass man in jeder Hand ein Getränk hält. Was sag ich dazu? Was ist denn für ein Türsteher? Will jetzt meine Essensgewohnheiten und meine Ballaststoffe im Enddarm und alles? Sie haben so eine schöne Haut. Lassen Sie sie mich mal anfassen, können Sie bitte mir in die Hand koten? Ich würde gerne Ihre Ballaststoffe untersuchen. Ihre Spurenelemente sind ein wenig zu niedrig. Oh Gott, wir müssen lachen. Augenbrau. Haha. Oh Gott. Oh Gott, davor jemand lacht so bei dir. Oh, die Augen. Jemand lacht so bei dir. Augenbrau. Very humorous. Augenbrau. Oh, die Brau. Enjoy comedy. Ey, wir sind so menschlich. Wir sind so menschlich, Wahnsinn. Verdammt, das ist verrückt. Karen mag gar nicht so hinten. Timmy war nie so menschlich. Noch nie war ein Timmy, synthetischer Timmy so menschlich wie dieser hier. Guck dir meinen Macker an mit seiner schönen Haut und seiner Zunge, du. Das ist, alles das ist mein Macker! Ich mag ja Leute, die meine Scherze mögen. In Ordnung, rein mit ihnen. Viel Spaß. Okay. I am great. Oh Gott, weißt du, wenn man sich auf das Gesicht konzentrieren könnte. Ja. Das ist als Zuschauer definitiv ein Vorteil, ey. Sind wir durch? Nee, noch nicht. Irgendwas fehlt. Der Mund. Der Augenbrau. Augenkontakt. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ne? Oh, sozialer Aufstieg. Wir sind in der Herde wieder sozial aufgestiegen, weil wir so menschlich sind. Das ist Wahnsinn. Das ist echt erschreckend, wie menschlich wir sind. Die Retter der Menschheit. Mit naja, wir wollen sie ja eigentlich vernichten, ne? Ja. Wir wollen sie ja eigentlich vernichten. So, in der nächsten Folge geht's dann wohl in Le Club. Im Le Club, Alter. Nächste, oh, da wird gezappelt. Alter, da wird getan. Das Partyzentrum, Junge. Das Partyzentrum, da muss man abklüppen, von ey. Da aus direkt zur Präsidentschaft, würde ich sagen. Guck mal, hier gibt's, was haben wir dann noch alles? Stimmt, dann geht's, alter Präsident. Heiraten müssen wir auch noch. Ey, brutal. Wir haben noch so viel zu tun. Tja, gut. Alles beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö.